So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerin zurück zu die Siedler. Was ist denn das hier? Okay. Ja, kann man so lassen. Zu die Siedler 1. Es sieht alles sehr gut aus. Ich will mich nicht zu sehr beschweren. Wir haben uns den guten Vorteil gegenüber den Gegnern verschafft. Über die letzten Runden hinweg. Das ist nice. Momentan halte ich mich aber so ein bisschen zurück. Weil wir haben zwei Goldschmelzen. Wir bauen gerade drastisch Gold auf. Hier. Zweitens, wir produzieren Soldaten. Das machen unsere Gegner nicht. Unsere Gegner, wie wir sehen, haben ihr Soldatenpensum und machen daraus nicht mehr. Sie greifen weder uns an, noch greifen sie sich gegenseitig an. Ich glaube, jetzt haben sie gerade einen Soldatentausch durchgeführt. Rot, wie wir sehen, hat nichts. Die haben Granit, die haben Kohle. Sie können nicht mal Soldaten. Also Rot bündelt sich auf einen kleinen Fleck. Und darauf konzentrieren sie sich enorm. Mehr Potenzial hätte da schon Violett. Allerdings macht Violett nicht viel. Aber jetzt, glaube ich, greift Rot Violett an. Das ist interessant. Weil das ist der Moment, wo ich Rot angreife. Ich hoffe jetzt irgendwie, dass die... Rot ist mir so ein bisschen zu... Ich glaube, Rot ist auch der König, auf den wir das erste Mal treffen. Haben die das gleich wieder aufgestockt, oder? Okay, da war ich einen Ticken zu langsam. Naja, gut. Pass auf. Dann baue ich jetzt hier schon mal, vorausschauend, die Schlosserei hin. Okay. Ja, aber du fährst da nochmal runter. Okay, wir haben, glaube ich, schon einen Kill gemacht. Und Rot hat hier unten gewonnen. Okay. Ja. Hängt jetzt, denke ich, am meisten davon ab, was Rot aus dem Land hier macht. Sie haben Zugang jetzt zu Kohle, hatten sie aber vorher schon. Sie hätten eigentlich Eisen. Stark. Ah, wir sind ja... wir sind ja blau. Ich gerade so geil, wir haben ihn besiegt. Nein, null. Er fährt aber immer noch runter, der Kollege. Oder hat er da keinen Erfolg? 10%, das geht doch. Sehen wir kein Land, Freunde. Ich meine, sie haben beide nur noch... Ja, das ist aber im Verhältnis. Oder fängt jetzt Violett an, Soldaten zu produzieren? Eisen, das haben sie. Natürlich kann Violett Soldaten produzieren. Oh, stark, wir haben den Kill gemacht. Ja, noch ist das Ding da unten nicht durch. Freunde. Mal ganz kurz hier. So. Das sind die drei wichtigsten Rohstoffe momentan, okay? Gut. Schade. Darf der jetzt... Okay, letzter Angriff. Ist die letzte Chance hier, das Stück Land noch einzunehmen. Zwei Kills haben wir gemacht. Das ist in Ordnung. Dafür haben wir 6 Soldaten verloren. Wir starten. Wenn der Gegner jetzt einen Doppelschlag macht, wäre gut für uns. 1. Nee. Doch. Ist egal. Okay, der hat einfach so komplett verloren. Und ihr habt keinen Widerstand geleistet, ihr Trottel. Yep.
Scheiße. Okay, der Gegner hat uns das übel genommen, wie es scheint. Der will zurückschlagen. Wir haben da einen Rekruten drin. Wie ist denn das möglich? Wie ist das denn möglich? Kann mir das jemand erklären? Schaut euch das mal an. Was wir hier an Soldaten drin haben. Wie kann es sein, dass ein Rekrut dort drin sitzt? Deswegen speichere ich mir das runter. Ich lass mir das nicht nehmen. Sicher nicht. So wie ich den Kollegen da drin kenne, der ist schon so kampferfahren, lässt er sich das sowieso nicht nehmen. Und gut, dass sich Rot selbst jetzt ins Upside schießt durch diese Nummer und heftig an Soldaten verliert. Weil die produzieren keine Soldaten. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen uns jetzt hier mal überlegen, wir sollten hier weitermachen. Um die Schmiede der Violetten zu zerstören. Okay. Hier. Das musste einmal kurz passieren. Oh, warte, das war der falsche. Na? Stark. Wir greifen mit dem General an. Okay. Never mind. Alles klar. Sie haben es geschickt gemacht, sie haben halt wirklich diese beiden Gebäude so nah an ihr Haupthaus gebaut, dass es, glaube ich, fast gar nicht einnehmbar ist. Scheiße. Genau das meine ich leider. Das ist... Wir werden das nicht einnehmen. Gegen den General haben wir in der Verteidigung keine Chance. Oh. Und ihr lagert das Fleisch da drin. Geht's uns so gut, oder wie? Ja, offensichtlich. Der einzige rapide Vorteil, den wir gegenüber all unseren Gegnern haben, ist Gold. Und
da sind wir zumindest bald auf 100%. Weil unsere Soldatenstärke ist... Meh. Was könnten wir brauchen? Spitzhacken? Nee, nee. Ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Violett zurückschlägt. Na gut, Odinius, jetzt keine Panik hier bekommen. Wir haben ja noch reichlich Gold da. Ist ja jetzt nicht so, dass es uns an irgendwas fehlt. An manchen Stellen fehlt es uns vielleicht an fähigen Soldaten, aber ansonsten... Und Granit sind jetzt nicht gerade das, worauf ich gerade scharf bin. Ach Gott. Weil ich die Violetten unterschätzt habe, weil ich ihnen da zu viel Zeit gelassen habe. Ja, hier hast alles. Absolut alles. Außer Gold. Da haben sie den General reingeschickt. Sie haben es halt richtig gut gemacht, ja. Wir können... Ja, großartig. Wir können natürlich versuchen, hier ihr Kohlevorkommen anzugreifen. Weil möglicherweise die äußeren Gebiete noch nicht so gut besetzt sind, wisst ihr, wie die inneren. Das ist ihr einziges Kohlebergwerk. Ist machbar. Haben wir verloren. Oh, okay. Es ist machbar. Ja, wenn wir die Schmiede nicht zerstören können, dann müssen wir zumindest die Rohstoffversorgung kappen. Easy. Das war einfach. Okay. Kohleversorgung. Gut, sie haben hier noch einen dicken Batzen Kohle. Sie müssten nur weitermachen. Lass wir erstmal Soldaten nachrücken. Ist das hier Gold? Nee. Mach das mal weg.
Mal sehen, ob eine Reaktion von Seiten von Violett kommt. Sie müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass sie schnell einen Ersatz für Kohle finden. Sonst war es das mit der Soldaten. Alter Schwede. Pass auf. Gib ihm mal so ein bisschen Holz. So. Aber wehe, die Soldatenproduktion gerät mir ins Stocken. Jetzt ist die große Frage, Freunde, ob wir einfach direkt weitermachen. Wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, hätten sie da nur einen Soldaten drin gehabt. Naja. Bei den Gegnern drüben. Okay. Das sieht gut aus. Land haben wir ihn jetzt ein bisschen gechabbert. Ja, ja. Soldaten produzieren. Machen ab sofort nur noch wir. Sie werden noch ein bisschen was haben. Sie werden noch ein bisschen vorrätig sein, aber das reicht ihnen nicht. Das ist die Frage, ob ich bei Violett direkt weitermache. Auch wenn mir der Druck von Seiten von Rot eigentlich überhaupt nicht passt. Ich meine damit, solange die immer ihre Grenzen voll aufgerüstet haben, wisst ihr? Ja, der arbeitet noch. Der wird auch noch eine Weile arbeiten. Holen wir uns das Fitzland noch? Rot macht aus dem Land gar nichts. Sie haben es erobert, sie haben es geholt und seitdem machen sie damit nichts. Großartig, Freunde. Das war doch den Krieg wert. Prozent, das ist mächtig. Das sind Kohlevorkommen, Freunde. Also wenn uns was niemals ausgehen wird, dann ist es Kohle. Sehr schön. Na gut, ist halt jetzt ein super weiter Transportweg. Aber das ist wurscht. Gut. Weizen gibt es immer noch im Überschuss. Why not? So. Alles aufgebraucht. Tatsache. Okay. Gut, Freunde. Überziehen wir jetzt gar nicht unnötig lang. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Die Siedler 1, also morgen. Ich freue mich, dass ihr drauf haut rein. Euer Oni Let's Play. Ciao, ciao.